Oh, jetzt kommt die Kurve. Hi, ich bin Jill und das ist Tamra. Geh mal aus dem Weg mit deiner Schrottkarre. Tamra! Und überholt. Wir sind eure Tourguides heute. Tamra! Bitte warte doch kurz, ich bin Tamra, gleich im Ziel. Die warten auf uns. Ah. Wohin geht es? Du warst wieder im frühen 21. Jahrhundert, Jill. Und du, Tamra, hast mit einem Dino aus dem 20. Jahrhundert gespielt. Willkommen im Jahr 2015. Mein Geburtsjahr. Guck mal. Damals hatte immer jeder sein Smartbed dabei. Dabei hatten die Dinger die Intelligenz einer Küchenschabe. Schau, was für verrückte Sachen die Menschen gemacht haben. Sie sind für einen Marathon an das andere Ende der Welt geflogen. Die Heringe in der Luft. Fliegen am laufenden Band. 5 Milliarden Passagiere stiegen pro Jahr 158 Mal pro Sekunde in ein Flugzeug. 2022. 20 Jahre nach der sogenannten Energiewende. Wer es sich leisten konnte, der flog auch damals noch. Immerhin, die Flugzeuge wurden leichter, verbrauchten weniger Kerosin. Mit den neuen Start- und Landeverfahren sparte man insgesamt 20% Energie ein. Ein Facelift, mehr nicht. Und auf den Kurzstrecken standen die Passagiere. Selbst schuld. Mobil sein heißt frei sein, das war schon immer so. Ach schau, eine Hydrogentankstelle. Da mussten früher alle Fahrer tanken. Mittlere Strecken fuhr man aber damals schon mit Hochgeschwindigkeitszügen. 2025 sind alle größeren Städte Europas miteinander verbunden. Ah, das ist mein Auto aus dem Computerspiel. Das Benzin für echte Oldtimer konnten sich nur Millionäre leisten. Ja. 2029, ein schreckliches Jahr. Das Phantom vom mobilen Kollaps wurde Realität. 2031 hat die Weltgemeinschaft unter Druck, nach langen Debatten, endlich die Lex Entity verabschiedet und die Kontrolle über die verbliebenen fossilen Brennstoffe übernommen. Jeder Privatmann, jedes Unternehmen musste jetzt für seinen Carbon Footprint aufkommen. Das hat das Denken revolutioniert. Und erst das Handeln. 2038. Die nächste Innovation waren Lufthighways zwischen den größten Flughäfen, auf denen sich Flugzeuge wie im Vogelschwarm bewegten. Windschatten und Kängurutransport für kleine Flugzeuge. Das sparte 15% Energie. Die geothermischen Hybridkraftwerke um die Flughäfen herum, Solar-, Wasserkraftanlagen und Windkraft, reduzierten den fossilen Brennstoffverbrauch um 70%. Das war die letzte Blütezeit der Hybridflugschiffe. Meine Tochter hat in der Europa geheiratet. 2038 war das der letzte Schrei. Green und Luxury schienen auch das Erfolgskonzept der neuen Airbus-Modelle. Tolles Design. Wie ein stolzer Vogel schwebte er durch das Weltall. Schweben? In 2 Stunden, 40 Minuten von New York nach Dubai. 5-mal so schnell wie noch 2015. Und erst der Ausblick. Besser als 4D-Kino. Die einen arbeiteten, die anderen spielten Golf oder schlürften Cocktails. Es gab über den Wolken keine Klassen mehr. Nur noch Smart Offices, Refreshing and Fun Zones. Hier blieben die Reichen unter sich. Bis 2045. In dem Jahr flog der letzte Airbus mit dem letzten Liter Kerosin. 2070. Ob wir noch fliegen, wollt ihr wissen? Ja. Seit es das Global Sky Management gibt, fliegen Überschallmaschinen, gesteuert von künstlicher Intelligenz, einmal pro Tag mit ein paar Stops rund um den Globus. Mit Wasserstoffantrieb, gemischt mit Sonnenenergie. Himmelszüge führen die Passagiere zu den Bahnsteigen über den Wolken. Zum Fliegen braucht es eine VIP-Lizenz. Nein, das sind keine Promis wie bei euch, sondern Experten im Dienste der weltweiten Kommunikation.
Von den Wolkenstationen aus kann man direkt unter die Erde fahren zum Tür-zu-Tür-Shuttle oder dem interkontinentalen Marlin Express. Hier unter der Erde hat sich am meisten getan. Auf lautlosen Magnetbahnen flitzen Züge mit über 2000 Stundenkilometern durch das Erdinnere. So wie zu eurer Zeit die U-Bahn. 2050 haben Wissenschaftler am MIT in einer einzigartigen Kooperation eure unterentwickelten Küchenschabencomputer zu leistungsfähigen, intelligenten Robotern ausgebildet. In einem Gewaltakt haben sie die Erde komplett untertunnelt und die Menschheit vor dem immobilen Gau bewahrt. Wir fahren sogar noch Auto. Teenager müssen einen Führerschein machen, obwohl alle Autos mit einem zentral gesteuerten GPS autark fahren. Überirdisch fahren aber nur noch Krankenwagen, Polizei oder Handwerker. Ansonsten haben die Fußgänger die Straßen zurückerobert. Unsere E-Cars müssen euch wie Spielzeug vorkommen. Das Beste, jeder kann sein eigenes bauen, einschließlich der Landschaft, die er beim Fahren erleben will. Mein Auto zum Beispiel fliegt gerne auf der Milchstraße. Eigentlich schwebt es dann an einer Magnetbahn. Ja, aber in meinem Kopf fühlt es sich an wie Fliegen. Was ist aus den Flughäfen auf der Erde geworden? Da stehen die Menschen immer noch in der Warteschlange. Sie starten, fliegen, landen mit so großem Vergnügen, dass sie dort, wenn möglich, freiwillig den ganzen Tag verbringen. Ist die Welt ein bisschen besser geworden? Keine Ahnung. Das werden unsere Kinder und Enkelkinder beantworten. Auf alle Fälle haben wir gelernt, dass es Dinge gibt, die man immer braucht. Immer? Fliegen. Im Kettenkarussell. Ach.